Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Warum ist Maxim nicht mehr bei Instagram-Kanal? Dass ihr mit dabei seid. Ich habe heute ein ganz spannendes Video für euch. Als ich eben gerade beim PCR-Test war, lagen zwei Pakete auf meiner Terrasse. Und ich habe die nagelneue Elf Camo CC Cream auf der Terrasse gefunden. Und die werden wir heute testen. Es ist nämlich 8.30 Uhr. Das heißt, wir haben den ganzen Tag Zeit, ich habe morgen den ganzen Tag Zeit und theoretisch auch Montag, falls ich wieder Instagram habe, da könnte ich euch dann nochmal ein Live-Update mitgeben, komme ich gleich zu. Hallo, Freunde, I can't. Ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig. Vor ungefähr 27 Stunden lockte sich mein Profil bei Instagram aus und es hieß, du bist Opfer von Phishing gefallen, dein Konto wurde gesperrt, wir schicken dir einen Code an deine E-Mail. Guess what? Der Code kam nie an. Wir haben Ostern, ich erreiche niemanden, ich habe kein Instagram. Alles halb so wild, ist halt nur ein bisschen aufwendig. Ich bin heute hier, um mit euch eine neue Foundation zu testen. Ich bin überraschenderweise gut drauf. Gestern war ich total genervt. Heute habe ich gute Laune. Liegt vielleicht auch daran, dass ich euch gerne etwas zeigen möchte. Vielleicht habt ihr es ja gestern schon bei Instagram mitbekommen. Ich bin ganz, ganz stolz auf meinen Mann, denn er hat über seinen Pelletier Verlag wieder zwei neue Bücher rausgebracht. Mit mir und mit euch. Und zwar gibt es nach unserem super erfolgreichen ersten Kochbuch jetzt zwei neue, die wir für euch heute hier zum Vorbestellen haben. Wir haben einmal die Community Edition, wo ganz, ganz viele von euch ihre Rezepte eingereicht haben. Wir haben sie ausprobiert, wir haben sie durchgekocht und haben sie gemeinsam gesammelt für euch in diesem Kochbuch. Das Schöne bei dem ist, hier sind wirklich ganz, ganz tolle Ideen drin, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Und ich freue mich da so drauf, einfach das mit euch teilen zu können. Denn Katjas Couscous-Salat, wir haben Dianas Sheet-Wettersuppe, wir haben Ullis panierte Eier, Jessys Brokkoli-Nuggets, ganz, ganz viele tolle Sachen, um einfach auch mal ein paar Rezepte von Leuten aus unserer Community auszuprobieren. Was ich persönlich aber noch spannender finde, ist unser neues vegane Kochbuch. Denn ich weiß, dass viele von euch Wert auf gesunde Ernährung, vegetarische und vegane Ernährung legen. Und wir wollten auch allen anderen die Möglichkeit geben, die sich vielleicht noch nicht so gut damit auskennen, einfach mal ein paar neue Rezepte auszuprobieren. Deswegen haben wir hier unser neues Many Cooks vegane Rezeptbuch mit ganz, ganz vielen tollen Rezepten für euch zusammengepackt, die es jetzt ab sofort auf dem Link unten in der Infobox zum Vorbestellen gibt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Mann dabei ein bisschen unterstützt. Ein ganz, ganz tolles Projekt. Er macht das alles selber. Wir sitzen gemeinsam abends zusammen, machen die Bestellungen fertig und verschicken alles. Und ihr habt entweder meine Handschrift drauf oder seine Handschrift. Es liegt eine Autogrammkarte von uns mit drin. Und das ist mit ganz, ganz viel Liebe gemacht. Und ich freue mich so sehr, dass ich das euch jetzt endlich zeigen kann. Falls ihr die Kochbücher noch nicht kennt, wir haben euch zu jedem Rezept auch immer ein bisschen Platz gelassen, dass wenn ihr etwas seht, was euch vielleicht nicht so schmeckt oder ihr eine Verbesserung habt, immer ein bisschen Platz unten habt und hinten habt ihr auch noch Potenzial, eigene Rezepte mit reinzuschreiben, die ihr vielleicht im Laufe von unseren Kochvideos auf Dannys Kanal findet. Deswegen setze ich euch den Link einmal unten in die Infobox und ich würde mich super freuen, wenn ihr da vorbeischaut und ein bisschen Liebe für meinen Mann da lasst. Augenbrauen sind schon drauf. Wer hat das vermisst, Freunde? Wer hat das von euch vermisst? Ich nicht. Ich möchte mit euch heute die neue Foundation ausprobieren. Und bevor das losgeht, möchte ich jetzt erstmal schauen, was die kann. Denn ehrlich gesagt habe ich davon gar nichts mitbekommen. Also, aber im Moment kriege ich eh nicht so viel mit. Ich sitze nämlich den ganzen Tag hier und swatche Lidschatten und vergleiche und mische und ich filme alles für euch, damit ihr dann, sobald das Produkt draußen ist, das selbstverständlich auch seht. Die Foundation soll, was soll sie denn können? Hat nur wieder Englisch, ne? Die hat also 30 Lichtschutzfaktor mit drin. Die hat feuchtigkeitsspendende, aufpolsternde Peptide, Kollagen, Niacinamid. Das ist ja was ganz Besonderes in Skincare, was für eine gute Haut sorgt. Wir haben ein Natural Looking Finish, Color Correcting Cream. Kann die auch meine Steuern machen? Alter Schwede, die kann ja alles. Sie soll sehr gut sein. Ich bin im Moment ein großer Fan von Elf. Also spätestens seit der Mint Melt Kollektion hat es mich total erwischt. Die Sachen sind toll. Und ihr wisst ja, eine meiner absoluten Lieblingsfoundations aus der Drogerie ist ja auch die Elf Camo Foundation. Das ist diese hier. Ich glaube, das ist die Camo Foundation. Die kostet 6 Euro, ist die schönste Foundation für eigentlich alles, neben der Rival Loves Me, Rival de Loop Foundation. Ein ganz, ganz großer Favorit. Viele von euch haben sich die auch schon nachgekauft und sind damit super zufrieden. Ich habe mehrere Farben geschickt bekommen. Nicht die komplette Shade Range. Ich blende euch hier ein Foto ein, wie die Shade Range aussieht. Und preislich ist die, naja, das ist schon ein bisschen mehr als die Foundation hier. Aber hier ist ja auch noch Skincare mit drin. Und Lichtschutzfaktor ein hoher.
Hier sind nur 15 drin, hier ist 30 mit drin. Deswegen tragen wir heute auch keinen extra Lichtschutzfaktor auf. Achtung, nicht weil das reicht, sondern einfach nur um zu schauen, wie die Foundation ohne alles unter der Haut sitzt. Ich habe heute Morgen um 5.30 Uhr meine Skincare-Routine gemacht, ein bisschen die Augenbrauen. Das war's. Deswegen, hier kommt nichts mehr runter. Wir schauen, wie die Foundation alleine performt. Und da ich einige Farben bekommen habe, können wir eventuell potenziell auch die richtige finden. Und das ist etwas, was auf meinem Kanal in den letzten 3 Jahren eher so, naja, ich würde sagen, ein bisschen zu kurz gekommen ist. Was auch zu kurz gekommen ist, ist mein Selbstwertgefühl, denn ich habe ein Bild bekommen, total süß eigentlich. That's me. Eigentlich. Shoutout geht raus an die hohe Stirn. An die hohe Stirn, an die cuten Lips und die wunderschönen Augen. Und wir haben so Stifte bekommen in hellen Hautfarben. Ganz, ganz große, tolle Sache. Shoutout an Faber-Castell an dieser Stelle. Ich habe nämlich neulich etwas gefunden, ich nenne die Namen nicht, eine Farbe, eine Wandfarbe. Und guess what? Die hieß Hautfarbe. Die war beige. Die war nicht Hautfarben. Weil was ist Hautfarben? Ich muss es immer wieder ansprechen, bis sich da irgendwas ändert. Ich habe die Firma auch kontaktiert. Sie hat sich auch dafür bedankt. Deswegen kein Shade an dieser Stelle. Aber er hat mir so Stifte geschickt von Faber-Castell. Da stand drauf, helle Hauttöne und nicht Hautfarbe. Beige. Ich habe hier einmal die Light 240, Light 210, Light 280 und die Fair 120. Fair ist, glaube ich, zu hell. Wir haben hier einmal die 210, dann haben wir hier die 240, die wesentlich heller ist. Und wir haben als letztes die 280. Also ich finde persönlich, wir lassen sie mal kurz so ein bisschen antrocknen, dass die mittlere schon ziemlich gut aussieht. Die könnte eventuell ein kleines bisschen zu dunkel sein, oder? Ich glaube, eine Mischung aus beiden hier. Schaut mal. Okay, die Foundation hat, wie gesagt, Skincare-Ingredients mit drin. Deswegen trage ich jetzt auch nicht noch extra mehr Produkte auf. Und eventuell könnte das ja auch ein Dupe zu der It Cosmetics CC Cream sein, die ja auch wirklich toll ist. Bei mir hält sie nur nicht so lange, wenn ich Puder mit drauf gebe. Und sie ist natürlich sehr, sehr teuer. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eine gute und günstige Alternative für unsere kleinen Drogeriemäuse ist. Ich mische mir jetzt mal die 210 und die 280. Ich gebe mir von jedem einen Pumpstoß mit auf meinen Handrücken. Und wir arbeiten jetzt erst mit dem Foundation Brush ein. Ich mische mir das Ganze so ein bisschen erstmal auf meinem Handrücken und buff das so richtig schön in den Pinsel. Und so sieht die Farbe jetzt ziemlich, ziemlich gut aus. So seht ihr alles noch ein klitzekleines bisschen besser. Alles ist, ja, Haut ist gerade okay. Und jetzt fangen wir mal an. Ich nehme noch ein bisschen mehr. Ist das ein Gala-Match? Das ist unglaublich, ne? Wie Firmen es besser hinkriegen, mir die richtigen Foundations zu schicken. Als ich. Mach wie immer erstmal eine halbe Seite. Die Foundation hat keinen Duft oder keinen fremden Duft, eher nur so einen Eigengeruch. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Also der riecht jetzt nicht wie die Wet n Wild Foundation beispielsweise, die ja doch schon wirklich penetrant nach Wandfarbe stinkt. Also sie geht so ein bisschen in die gelbliche Richtung, aber die Deckkraft, ja, der würde ich zustimmen. Das ist eine Medium bis hohe Deckkraft, eher so Medium würde ich sagen. So ein paar Unebenheiten scheinen noch durch. Ich habe jetzt aber auch wirklich nicht viel benutzt und der Pinsel natürlich trägt das, finde ich persönlich, auch nicht so deckend auf, wie es geht. Ich buff mir das hier richtig schön ein. Vom Finish her ist sie nicht so glowy wie andere Foundations, wie die Camo Foundation beispielsweise. Die geht eher so in die Natural Matte Richtung. Auch hier seht ihr nochmal im direkten Vergleich, dass die Seite wirklich einiges schon abgedeckt hat. Liegt sehr leicht auf der Haut. Also ich spüre jetzt persönlich nicht so wirklich, dass ich was im Gesicht habe. Ist ein Gefühl, das kenne ich nicht oft. Aber seit meiner Fenty Foundation, die ich getestet habe, bin ich eh so ein Fan von sehr leichten Foundations. Kommt mal ran. Schaut euch das mal an. Also ihr seht keine unangenehmen Unebenheiten. Ich habe hier so ein paar Unebenheiten im Wangenbereich vom Rasieren, da wo die Barthaare rauskommen. Auf der Stirn sieht das Ganze aber sehr, sehr ebenmäßig aus. Und jetzt auch nochmal hier im Vergleich. Das hat das schon alles sehr, sehr weich gezeichnet, ohne zu beschweren. Hier seht ihr auch noch einmal das Ergebnis komplett ausgeblendet. Ich persönlich sehe jetzt keinen Unterschied zur Pinselseite und zur Schwammseite. Mir gefällt es mit dem Schwamm ein bisschen besser, weil es einfach wesentlich schneller geht und man dadurch so diese Pinselstreifen nicht in der Foundation hat. Aber
Im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist sehr ebenmäßig geworden und die Farbe passt perfekt. Auch auf die Entfernung sieht das Ganze sehr frisch aus. Das Licht reflektiert schön auf meiner Stirn. Das heißt, sie ist gut feuchtigkeitsspendend. Zu den Langzeitfolgen von den Skincare-Ingredients kann ich euch natürlich jetzt noch nicht sagen. Ich werde euch aber am Abend nochmal ein Update geben, wie sich meine Haut nach dem Abschminken anfühlt. Ich habe ja sehr milde Reinigung und dann kann ich immer schauen, wie die Haut sich so ein bisschen verhält. Wir machen weiter mit dem Make-up. Ich lasse euch da jetzt einfach nochmal so ein bisschen mit dran teilhaben. Mache das aber eher so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Als Concealer benutze ich den Kimchi Concealer in der Farbe, ich glaube Peach, hier, doch, Light Amber. Das geht so in die Peach-Richtung. Ich liebe den Concealer. Der hat so eine wunderschöne hohe Deckkraft, trocknet super schnell an. Und den verblende ich mir gleich. Also da hat man nicht so viel Zeit, den lange ansetzen zu lassen. Braucht man auch bei dem nicht, weil er halt einfach schon eine sehr, sehr hohe Deckkraft hat. Zum Setten bzw. zum Baken benutze ich seit einigen Tagen wirklich ausschließlich das Go Flawless Pretty Peach Puder von Max & More. Ein Traum. Blend hier schon mal so ein bisschen das Baking Puder wieder weg, da wo es nicht so lange sein soll, dass ich diese Stelle einfach schon mal gleich für Bronzer und Contouring freimachen kann und unter den Augen und auf der Stirn kann das Ganze noch so ein bisschen länger setten. Also First Impression von der Foundation, Puder funktioniert damit jetzt schon mal sehr, sehr gut. Concealer, es hat sich alles sehr, sehr einfach verblenden lassen. Sie sieht ausgeschlafen aus, ich fühle mich richtig gut. Base ist jetzt natürlich matt. Wir setten das Ganze. Womit setten wir es denn? Oh, ich glaube gar nicht. Wir setten das jetzt erstmal nicht. Wir schauen, wie sich das Ganze so über den Tag verhält. Und dann gebe ich euch selbstverständlich ein Update. First Impression, sehr, sehr gut. Ließ sich wunderschön verteilen. Man bräuchte theoretisch kein Puder. Heute ist es aber recht sonnig und recht warm. Ich habe einiges zu tun. Ich muss einkaufen gehen. Heute ist der einzige Tag, wo ich einkaufen kann. Ich bin ja heute, wenn ihr das Video seht, schon in Köln. Deswegen schauen wir mal, wie sich die Foundation heute verhält und morgen natürlich auch. Wir sehen uns später. Freunde, es ist mittlerweile 16 Uhr. Schaut euch einmal bitte das Ergebnis an. So langsam kommen die natürlichen Öle durch die Haut durch und das sieht wunderschön aus. Ich habe Maske getragen, deswegen fehlt ein Stückchen meiner Nase. Und hier ist es ein bisschen aufgecrackt. Ich habe aber auch gegessen, aber overall ist das ein super, super schönes Full-Coverage-Ergebnis. Kleine Sache, ihr seht es wahrscheinlich, die Farbe ist ein Stückchen ins Gelbliche gegangen und ich würde mal sagen, eine Nuance oxidiert. Also ich würde dann beim nächsten Mal wirklich zur 210 alleine tendieren und nicht gemischt, weil das dann sonst zu gelb und ein bisschen zu dunkel wird. Wir machen weiter mit dem Tag, wir wollten gleich mal eine Runde spazieren gehen, glaube ich, und dann schauen wir mal, wie die Foundation hält. Letztes Update, kurz vor 7, die Sonne geht gerade unter, ich habe die Kamera jetzt noch mal ein bisschen heller gestellt. Also, sieht immer noch sehr, sehr gut aus auf der Stirn, da bin ich einmal gegen geditscht, immer noch da. Wie gesagt, farblich so ein bisschen anders, aber an der Nase sieht sehr natürlich aus. Ich bin super zufrieden, ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ergebnis bis jetzt findet. Hallo, guten Morgen und willkommen am nächsten Tag. Es ist jetzt 9.15 Uhr und ich habe wieder ein neues Gesicht bekommen. Ich wollte euch ein kleines Update geben. Ich habe gestern gar nicht so viel mehr gefilmt, weil ganz, ganz viel für den Launch anstand noch. Aber ich habe eine Meinung. Freunde, also ich habe auch heute wieder die Foundation benutzt. Ich habe diesmal die 210 benutzt und die Farbe sieht viel, viel besser aus als gemischt. Das andere war zu gold für mich und dadurch, dass es so ein Stückchen oxidiert ist, vielleicht habt ihr es in der Aufnahme am Anfang gesehen, ich habe das Video eben gerade geschnitten, den Teil vorher, da hat man gesehen, dass als ich die rechte Seite meines Gesichts geschminkt habe, die Foundation wesentlich heller war als links. Also sie oxidiert schon ein kleines Stück. Ich finde es persönlich nicht schlimm, man muss das nur wissen und deswegen sage ich es euch. Also seid so ein bisschen vorsichtig bei der Farbauswahl. Ich würde immer eine Foundation-Farbe heller gehen in dieser Jahreszeit. Im Sommer würde ich mir keine neuen Foundations kaufen, weil einfach die Farbe, die ich im Sommer habe, eine ganz andere ist, als die ich im Winter habe. Deswegen kommen aber auch meistens, Achtung, Pro-Tipp, Foundations in dieser Jahreszeit aus. So bis März, April kommen die ganzen Brands mit neuen Foundations raus. Über den Sommer nicht mehr, weil man da eh nicht so viele Foundations trägt und dann erst wieder zum Winter hin. Fazit, ihr habt das Porenbild gesehen, was ich euch eingeblendet hatte. Ein Traum. Also die Foundation sitzt super schön. Sie hält wirklich sehr, sehr gut. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr eine trockene Haut habt, braucht ihr nur ein bisschen Puder. Wenn ihr eine ölige Haut habt, braucht ihr wesentlich mehr Puder. Also da kommt schon durch dieses Kollagen und diese Peptide und dieses Hyaluron, diese Feuchtigkeit, kommt schon nach einer Weile so ein leichter Glow raus.
Das ist ja aber auch so ein bisschen das Ziel von CC Cream, dass es natürlich aussieht. Sie hat sehr gut abgedeckt, sie hat sehr gut gehalten und sie fühlte sich auch den ganzen Tag über sehr gut an. Sehr leicht, ohne zu beschweren. Und ja, ich bin großer Fan davon. Also ich glaube, dass das so eine Foundation für den Alltag sein kann, wenn ihr gerne auf Full Coverage steht, aber nicht so viel Geld ausgeben wollt. 15 Euro knapp kostet die. Das ist schon ein bisschen teurer, aber hier ist halt auch noch Skincare drin und meine Haut fühlte sich abends sehr, sehr gut an. Auch heute Morgen, ich habe einfach gestern Abend meine Creme drauf gemacht und ich habe einfach heute Morgen die Foundation wieder draufgepackt. Gefällt mir sehr gut, ich bin großer Fan. Falls ich sie schon finde, setze ich euch einen Link einmal unten in die Infobox. Dann findet ihr die. Ansonsten sollte die in den nächsten Wochen zu DM wahrscheinlich kommen oder online bei e.l.f. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut unbedingt im Pelletier Verlag vorbei. Wir freuen uns ganz doll auf euch. Vielen Dank für euren ganzen Support. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.